Hallo und herzlich willkommen zurück bei Half-Life 2. Mit dabei ist wieder der Peacemaker. Hallo. Und unser Special Guest Morgsen. Einen wunderschönen guten Tag. Und wir machen mal weiter und machen die da hinten platt. Ich bring denen einfach mal eine Konsole mit. Randale! Achso, man kann. Verdammt, man kann ja nicht sprinten. Hey. Guckt mal. Konsole für euch. Ach du Schande. Das ist aber wirklich, das hält tatsächlich das ein bisschen ab. Das laggt gerade so übelst bei mir. Ja. Alter, was willst du denn hier? Ich renne da jetzt einfach durch. Ja. Ich renne da jetzt einfach durch. Wir gucken mal zu, wie die Profis hier den Strider killen. Der duckt sich da natürlich erstmal voll durch, voll weg. Nu? Musst du reinspringen, Moxen. Musst du reinspringen. Oh. Einfach nur folgen. Ja, ich hab's, nur, ich hab's nicht folgen. Gerafft. War's folge nie der weg? Ziege, folge nie der Ziege und vertraue nie der Ziege. Das ist das Wichtigste überhaupt. Niemals der Ziege vertrauen. Stimmt's, wobei, Ziege? Du bist es wahrscheinlich nur wieder motzig, weil du keine Sachen kriegst. Was? Stimmt ja gar nicht. Was? Wie? Nur 91? Was? Nee, ihr habt mich weggedrückt, das war's. Das war doch schon wieder die Ziege, ne? Nein. Richtig schlimm. Du bist echt ein Bandit. Hey, wir haben wieder hier lustiges, das ist aber nur hier eins. So. Hey. So, morgens, jetzt kannst du auch mal zugucken, wenn du schnell genug da bist. Nee, er war zu langsam. Aber ich werde jetzt extra mal für ihn. Bist du soweit, Moxen? Ja. So. Sieht lustig aus, ne? Ja, sieht sehr gut aus. So, und jetzt werden wir hoffentlich mal nicht, Hallo. Das sieht echt eklig aus. Stell dir mal vor, du würdest in sowas Widerliches verwandelt werden. Oh. Hallo Laser. Razzis hier. Nur voll ausgesondert. Hm. Kommen wir denn hier hin? Nach oben. Hm. Ganz nach oben. Wer war das eigentlich nochmal, der die Story hierzu geschrieben hat? Keine Ahnung, sagt mir nichts. Also, es ist. Weiß ich auch nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich neulich nochmal irgendwas gelesen hatte, dass der wohl irgendwie dort gekündigt hat. Kann das sein? Ja, gut, aber das ist ja in der Spielebranche sowieso nichts Unübliches. Ja, aber du musst dir mal vorstellen, wie viele Jahre der dann da war. Ja, das stimmt. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, ey, jetzt kommt nochmal Half-Life 3 und nein. Kommt ja auch wahrscheinlich. Mhm. Also ich gehe da fest davon aus, dass Half-Life 3 nochmal irgendwann kommt. Irgendwann ja. In 10, 20 Jahren oder was? Aber ich kann sagen, das kann ich dann irgendwann im Altersheim spielen. Ja. Oh Junge, weißt du noch damals? Half-Life 1. Warte mal, gab es da nicht auch noch sowas ähnliches wie Duke Nukem, was ewig angekündigt Forever, wurde ja, und nie kam? Das kam? 12 Jahre. Forever kam irgendwann, ja. Ja, war aber nur ein Schatten seiner selbst. Mhm. Ja. Ich hab's auch. Das war, ich hab's selber gar nicht gespielt, aber es war wohl gar nicht so gut. Nee. Also, da haben sie gemeint, da haben selbst die E3-Trailer von 2000 damals haben besser ausgesehen und interessant ausgesehen, als das Spiel jetzt im Endeffekt war. Das ist bitter. Was war das jetzt? Ah, jetzt sehe ich wieder was. Ja. Es flackert halt wie so. Alter, da gucke ich jetzt lieber mal weg. Also, ja, gut. Bevor das. Sich auch ich gleich wieder. Wehr dich nicht, das bringt nichts. Ach, das. Nee, nichts das kann man sich doch nicht ansehen. Du weißt, wo er dich haben will. Es tut mir leid, Gordon. Ich habe auch keinen Untertitel mehr. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Das wäre echt kacke. Boah.
kosmischen Intelligenz. Welten ausgedehnt an der Schnittstelle von Dimensionen. Ja. Worte reichen für die Beschreibung nicht aus. Was ich sage, kann man nicht in Worte fassen, Breen. Völkermord. Unbeschreibliches Grauen. Grundgütiger. Na, wenn das nicht Gordon Freeman ist. Was ist das? Stellen Sie es darüber. Ich muss Ihnen danken, Dr. Freeman. Erst führen Sie mich zu meinem guten Freund her und dann stellen Sie sich selbst. Hätte ich gewusst, dass Sie hier einfach so reinspazieren, hätte ich mir die Suchtrupps ja sparen können. Da ich Sie beide in meiner Gewalt habe, habe ich das Sagen, sollte ich mit den Combine verhandeln wollen. Dr. Breen. Wallace. Ja, Judith, was ist? Wir sollten versuchen, Elis Leben zu schützen, damit er weiter forschen kann. Durch dich haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Du bist in der Lage, seine Forschungen selbst zu beenden. Aber weder du noch ich können den Pöbel auf der Straße von seinem sinnlosen Kampf abbringen. Doch Eli weigert sich, das zu sagen, was sie alle retten könnte. Sie retten? Warum? Eli, wenn du das Rechte nicht für alle Menschen tun willst, tust du es ja vielleicht für einen. Alex, Schatz. Dad. Gordon? Nein. Verdammt, Breen. Lass sie gehen. Es liegt ganz an dir, mein Freund. Verurteilst du mit deiner Sturheit die ganze Spezies zum Untergang, oder gibst du deinem Kind die Chance, die seine Mutter nie hatte? Wag es nicht, sie zu erwähnen. Alex, meine Liebe, du hast die Augen deiner Mutter, aber die Sturheit deines Vaters. Das war noch lange nicht alles. Wirklich? Mal sehen, was dir das am Ziel eines Combine-Portals bringt. Na los, Breen. Wenn du nicht mehr drauf hast, dann schick uns beide durch dein Portal. Oh, das ist nicht das Schlimmste. Du wirst das jedoch kaum glauben, sobald du da bist. Das ist nicht nötig. Stimmt, das ist völlig unnütz. Zum Glück würde der Widerstand einen neuen Anführer akzeptieren. Und dieser hier ist eine willige Marionette für die, die ihn steuern. Nein. Hör nicht auf ihn, Gordon. Wie wär's, Dr. Freeman? Wussten Sie, dass Ihr Vertrag an den Meistbietenden geht? Gordon würde nie und nimmer mit dir verhandeln. Klar, dass Sie darüber nicht vor Ihren Freunden reden wollen. Schicke ich Sie doch los, dann können wir offen reden. Lass das, Schatz. Dad, tut mir so leid. Alex, Kleines. Judith, was soll das werden? Wir tun, was ich allein nie geschafft hätte. Wir halten dich auf. Ja. Wache, rein hier! Sie wissen von deinem Verrat und wenden sich gegen dich. Judith, Dr. Mossmann, bitte! Tja, Wallace. Das Spiel ist aus. Sicherheitskräfte bauen Verstärkung. Lass... Schneller! Dad, halt durch! Narin! Vorsicht, er wird gleich... Nein! Au. Hey, das ist er weg. Ach was, mir geht's blendend, Kleines. Dafür ist keine Zeit, er ist auf dem Weg zum Portal. Du wirst das brauchen. Dr. Mossmann, Judith, passen Sie auf Dad auf. Nur keine Sorge. Dad, wir sehen uns wieder. Niemals. Komm schon, Gordon. Los geht's. Oh, Idoki, und jetzt? Keine Ahnung, ich kann die zwar hochheben, aber nicht aufheben. Ich hab mir die gerade geschnackelt. Ja, ich hab das gleiche Problem. Nee, wieso? Ich hatte sie, glaube ich, und dann hast du sie mir weggenommen. Ich nehme die jetzt mit. Gordon, oh. Wir kennen uns nicht sehr gut, aber ich weiß, dass du das hier nicht tun musst. Ich muss meinen Vater retten, aber du? Na, danke für die Hilfe. Sie sollten sich um mich hey, sorgen. Hör mal. Ich kann immer noch die er ist's. Geben, wenn Sie mir helfen. Der Portalzielort ist unhaltbar. Senden Sie mich woanders. Ich könnte in dieser Umgebung nicht überleben. Ein anderer Körper? Sie belieben zu scherzen. Niemals ist wieder da. Also gut, verdammt, wenn es
Gefängnis! Verdammt, nicht nochmal! Ja. So. Ah, sind schon aufgeladen. Er hat keine Ahnung, oder? Ich frag mich, wo er hingeht. Ich glaube, wir hätten das auch gar nicht aufnehmen sollen da unten. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Oh Mann. Der dunkle Fusionsreaktor der Zitadelle. Damit treiben sie den Tunnelverstricker an. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Wir müssen Breen aufhalten. Kann's nicht abschalten. Das wird jetzt wohl von der anderen Seite gelenkt. Du musst in den Kern gehen und sehen, was du tun kannst. Geh in den Aufzug, ich lass dich dann rein. Okidoki. Ja, danke, ist schon. Hashtag läuft bei mir. Aber vorsichtig. Okay, wir machen sie vorsichtig fertig. Genau, ganz zärtlich. Ganz, ja. Wir sagen ihnen erst, wir lieben sie und dann bäm. Ja. Und dann streicheln wir sie. Und... Dr. Freeman, Sie sollten nicht da draußen sein. Wenn ich teleportiert werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen, die von der Menschheit erst noch benannt werden müssen. Sollte ich Zeit dafür haben, werde ich vielleicht eins nach Ihnen benennen. So werden Sie nicht ganz vergessen. Wenn die Singularität zusammenbricht, bin ich weit weg. In einem anderen Universum. Sie wiederum werden auf jede mögliche und teilweise sogar unmögliche Weise vernichtet werden. Er ist doch ein Schlag. So zum Beispiel. Oh Mann. Moxen? Ja? Überleb das bitte. Lebt noch, alles okay. Gut. So. So, dann fahren wir es. Mhm. Ich hab dann hier schon mal aufgeräumt, also. Ja, das ist. Ja. Müssen wir die jetzt alle hier rausnehmen? Keine Ahnung. Also, ich hab gerade irgendwas getötet. Nicht, dass ich es gesehen hätte, aber. Ich bin ein Trottel. Also ich bin mir auch gerade nicht so ganz sicher, wo es weitergeht. Ich glaube, die ganzen Sachen müssen einfach nur rausgenommen werden und dann ist das schlecht für seinen Teleport oder so. Achso, das könnte natürlich... ich hab da... Zurück. Nee, da geht's nicht weiter. Da oben sind halt Gegner. Ach, wir müssen das hier so Jump-Run-Zeug machen. Oh nein. Da bin ich richtig gut drin. Ja. Hashtag nicht. So. Hier rüber. Genau, und dann hier drauf einfach. Weiterlaufen. Oder so, als nächstes geht's hier lang. Ja. Nein. Ja. Nicht weg. Genau. Morgs machen das. Das zuckelt so. Muss ich denn? Ah so, jetzt geht's hoch. Dann kannst du hier raus. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann mich entsinnen, dass ich hier damals abgebrochen habe. Das ist ja. Wir sind danach fertig. Das ist jetzt. Ich glaube, wir kriegen sogar. Na gut. Noch eventuell eine Folge. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo es hier weiterging, wo ich gerade bin. Ah, dann hatte ich es ja fast durchgespielt gehabt damals. Ah, ja, ja. Oh, das ist ja jetzt echt peinlich, ey. Oh Mann. So, wo geht das denn jetzt hier? Ah, da. Oh Gott, ich hoffe. Ja, das sieht ganz gut aus. Wir haben jetzt noch, ich denke, die nächste Folge haben wir es dann. Also, das heißt, was wollt ihr denn hier? Die nächste Folge haben wir es durch.
dann mal nach. Hey, Moment. Hä? Wieso fahre ich denn jetzt wieder runter? Ja, du hättest vorher abspringen müssen. Wie jetzt? Wo denn abspringen? Ja, wo du jetzt erstmal hier oben ankommst. Hä, aber Moment, wo geht das denn jetzt hier weiter? Hier. Nee, bei mir. Ich bin ja eins weiter oben oder so. Ja, ich komme. So, hallo. Da ist zu, Müllers Kuh. Na, noch da, Dr. Freeman? Wohl nicht mehr lange, was? Ja, ich bin nämlich auch gerade einmal hier rumgelaufen. Und dann bin ich hier drauf und dann ist mir aufgefallen, nee, das ist das, mit dem ich hochgefahren bin. So. Nee, machen kann ich hier auch nichts. Ja, warte einfach mal. Ach, das Ding fährt immer weiter hoch, oder? Mhm. Hier ist noch was. Hey, Peasy. Hier geht's weiter. Ich glaube, wir müssen auch vor ihm da oben an. Ja, alles täuschen. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Hört sich irgendwie logisch an. Da geht's raus. Ja. Das Portal öffnet sich. Ja, ich glaube, wir müssen es halt einfach da drauf fallen. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie damit auslösen. Sie könnten die ganze Zitadelle zerstören. Denken Sie an die Leute. Ich weiß nicht mehr, wo drauf man schießen musste. Passt ja, schon, einfach die Mitte, haben wir schon gemacht. Aber sie brauchen mich. Wir müssen schnellstens hier raus. Vielleicht haben wir noch. Zeit, Dr. Freeman. Ist es wieder an der Zeit? Mir ist, als wären Sie gerade angekommen. Sie haben viel erreicht in so kurzer Zeit. Sie waren sogar so erfolgreich, dass ich ein paar interessante Anfragen ihretwegen hatte. Normalerweise würde ich sie ignorieren, aber dies sind keine normalen Zeiten. Ich hoffe, Sie können mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen, Dr. Freeman. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Nun, das darf ich leider nicht sagen. Also dann, ich steige hier aus. So, das wär's gewesen. Wir sind durch mit Half-Life 2. Ha. Erstmal vielen Dank fürs Mitmachen. Auch natürlich auch an Grobian und Sorg, die jetzt dieses Mal leider nicht mehr dabei sein konnten. Hat Spaß gemacht. War lustig gewesen. Das auf alle Fälle. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe total vergessen, wie offen das Ende war. Ja. Jetzt ist doch irgendwie... Ich weiß nicht, wo wir jetzt hinkommen. Disconnect. Additional Requirements. Half-Life 2 Episode 1. Scheiße. Jetzt muss ich glatt noch Episode 1 kaufen. Tja. Warum? Da kauft man doch gleich einfach dieses Half-Life komplett Valve Pack. Da hast du alles. Jedes Valve-Spiel, was es jemals gab. Will ich vielleicht dann tatsächlich mal tun. Ja, auf alle Fälle, also... Das Menü. Ja, also, ja, wie gesagt, das war ganz schön. Es war teilweise halt ein bisschen problematisch, auch die Sache, dass man ist halt hier auf diese Server angewiesen, man kann keine eigenen Spiele hosten.
Und das Problem war halt bei diesen Servern, dass halt teilweise ja die Vote Time so hoch war, dass man halt Glück haben musste. Und gerade dann einen finden, wo man dann was voten kann und halt ein Level ändern, weil sonst ging das leider nicht. Wie gesagt, die Mod ist eigentlich ganz cool, es ist eigentlich eine schöne Idee. Ist halt noch nicht so ganz nicht so ganz ausgereift. Ja, das haben wir leider gesehen gehabt, ja. Da waren ja auch irgendwie, ich hatte ja auch so ein paar Sachen gesehen, wo es jetzt am Ende da so geflackert hat, zum Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass es aus dem Grundspiel kommt, sondern eher aus der Mod. Das Ich könnte starte sein, ja. übrigens gerade in Half-Life 1, Episode 1. Ich gehe mal, kann ich hier irgendwie gerade Verbindung trennen? Ja, das machen wir dann später. Wahrscheinlich seid ihr jetzt deswegen rausgeflogen. Obwohl, nee, Genau. Mortal, du hast es ja theoretisch. Ja, aber nicht runtergeladen. Ich habe Ja. heute nur, ich habe heute vorher nur Half-Life 2 runtergeladen. Genau. Ich wollte nicht noch Episode 2, 1 dazu packen. Ja. Also wie gesagt, es geht nämlich auch, die Mod ist, es geht halt auch also für die Episodenteile beide, jeweils Episode 1 und 2. Und ich glaube sogar teilweise für andere Half-Life-Ableger oder Mods, die erschienen sind. Also hat wohl ein ziemlich breites Lost Spektrum, wo Coast sie geht noch, auch. Auch genau, gesehen. ja, wo man sie halt noch anwenden kann mit. Aber ja, wie gesagt, es ist halt, mit den Servern ist halt etwas, das ist eigentlich das Einzige, was halt ein bisschen stressig ist. Ja. Und eigentlich das einzige Problem, dass man nicht selber hosten kann, dass man auf diese Server angewiesen ist und ja, und dann halt da, wenn man da schon drauf ist, dann halt auch. Wie gesagt, deswegen haben wir jetzt ja immer noch unseren Random oder unseren zweiten Account mit dabei gehabt, dass die Server halt zu sind, dass die ausgefüllt sind komplett und dass wir dann halt dort keine Randoms mehr draufkriegen. Wir hatten einmal wirklich Glück gehabt, wo wir halt wirklich kompetente und nette Leute gefunden haben, aber der Rest war halt, ja. Weißt ja noch, die einen, die damals, wo wir meinten, ja, sollen sich bitte zurückhalten, wir nehmen auf, und dann haben sie halt direkt dumm gemacht. Ja, richtig, richtig. Wo der Das meinte, war er dann wäre der größte etwas. Troll im Genau. Synergy-Mod. Ja, das stimmt. So Leute kann man immer gebrauchen. Genau, und die anderen hatten wieder dann etwas gemobbt. Genau, die haben wir halt dann versucht, irgendwie direkt runter zu ekeln, und dann wurde das halt natürlich auch wieder nichts. Aber gut, wie gesagt, das ist halt, ist eine nette Idee. Ist auch sehr zu empfehlen. Wie gesagt, der Link ist bei mir in der Videobeschreibung mit drin, wenn ihr es euch mal anschauen wollt. Ansonsten googelt Synergy Mod Genau. Half-Life 2. Kann man auch einfach bei Steam eingeben, dann kommt man da auch direkt drauf. Ja, Ja. Wie dann. gesagt, schönes Spiel. Spaß gemacht. Ich werde dann aber, wie schon gesagt, die Episode 1 und 2 werde ich dann wieder im Singleplayer machen. Ich glaube, wie gesagt, so ein paar kleinere Bugs waren ja auch zwischendurch mal drin, dass das dann wieder ein bisschen besser und ein bisschen ruhiger läuft. Aber ja, war schön, dass er mitgemacht hat. Hat das Ganze nochmal ein bisschen aufgewertet, denke ich. Und hat auch für einige lustige Momente gesorgt. Oh ja. Gesorgt. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Anna natürlich auch noch vorbei. Wir haben auch noch ein paar schöne Projekte. Also meistens die Projekte, wo ich mit dabei bin. Ja, genau. Das sind dann natürlich die schönsten. Ja. Genau. Ja, man sieht sich dann bei einem anderen Projekt, denke ich mal wieder. Macht's gut, danke und bis dann. Ciao. Jo, danke und ciao. Tschüss.